Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Servus, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen, beim neuen Video vom Landwirtschaftssimulator 2022, das war ja schon Ewigkeiten her. Ja, zusammen mit Lukas, auf der Ehrengrad. Hallo. Ja. Hallo. Ich bin gerade am Bollenpressen, wir haben jetzt auch schon 1,20 Bollen, was nicht. Und ja, ich bin gerade am überlegen gewesen, was man als erstes investieren. Das wird in dem Fall ein Bollenwagen sein. genau. So ist da war der Plan. Genau, ich möchte nachher in weiterer Folge möchte ich entweder ich bin am überlegen die Fläche da, weil die interessant ist. Ich hoffe von der Größe und vom Preis her. 250.000, die möchte ich nachher gern als nächstes kaufen. Ja genau, weil ich möchte nämlich gern Hay bzw. Fleisch produzieren und die zu verkaufen nachher. Ja. Und dann in weiterer Folge in den Ackerbau mehr gehen. Und was ich zuerst machen werde, aber auf jeden Fall früher oder später. Bleibst du bitte stehen? Okay. So, früher oder später gerne. Ah, das werden wir auf jeden Fall abbauen noch. Silos, nein, Silos Tools ist das, glaube ich, oder? Ein Container, so. Genau den da. Genau den da werde ich kaufen. Damit ich Mineralfutter habe. Herrlich, der passt gut daher. Können wir sogar so lassen. So, das ist das erste, was wir gekauft haben. Genau, weil wir brauchen mal Mineralfutter für die Viecher. Das ist einmal das Wichtigste. Und dann werde ich einen Bollenwagen als nächstes kaufen und dann Mähwerk und die größere Fläche, genau. So ist der Plan dabei. Und dann werde ich die Fläche vorerst benutzen, um Silage produzieren oder Hay, was auch nicht. Nein, Hay produzieren wahrscheinlich. Um das zu verkaufen. Ja, weiß ich nicht genau. Und ja, genau. So ist der Plan aber. Und was muss. Ja, genau. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal schnell zum Lukas, was der so macht. Beziehungsweise am Hof zeigen, das habe ich noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Genau. Eben wie gesagt, so wie bei mir. Das ist das einzige, was da so schön Hofsilo. Der einzige Unterschied. Und der Hay, genau, ein Haylogger. Und da ist er unterwegs. Halt. Genau. Hallo. Ich hab einfach schön zugehört dabei. Das passt. Ja. Genau. Also wie gesagt, also mein erster Plan ist zuerst die Wiesen kaufen, Mähwerk und Bollensammelwagen und dann in weiterer Folge, genau das wollte ich eigentlich kurz sagen, bevor ich auf das andere Teil gekommen bin, daher muss ich Produktionen, genau. Gewächshäuser. Damit die voll Geld verdienen, Spaß. Verkaufsstation. Bauernmarkt. Was kann ich im Bauernmarkt verkaufen? Bockschnitzel, okay. nein, das ist interessant. Pizzeria, Bäuer kann er. Hofpizzeria, wäre Bäuer. Hofrestaurant. Das war ja doch eine Idee. So wie der Arne bei Game 2. Voll in die Industrie gegangen und dann einfach voll verarscht wurden. Na, genau, was ich baue möchte, ist das da. Beziehungsweise gibt es das in Online auch noch? Ich glaube, das da ist das, oder? Das ist eine Zuckerfabrik, Schneiderei, Müslifabrik, Ölmühle. Genau, in der Form gibt es das noch. Genau, das kostet, das ist nämlich die Molkerei möchte ich einbauen. Die was. Molkerei Zucker und weil ich mich gern weiterer Folge mit meiner genau mit meiner Molkerei möchte ich gern Käse produzieren und vielleicht Butter, je nachdem. Und wenn gerade der Lukas vorher sich das schnappt, möchte ich gern die Schokoladenfabrik da auch kaufen und Schokolade herstellen. Was soll ich mir die schnappen? Ja, was nicht, kann es sein, dass du Schokolade herstellen musst. Oh nö. Das ist so dabei mein Plan.
Auf jeden Fall möchte ich gerne Hofmolkerei bauen. Genau. Und was ist der Plan? Meinen Hauerverein nicht zu kriegen. Schauen wir sehr gut ab. Das ist mit Plan 1. Futter machen, auf jeden Fall. Also Futter machen, Grinzeug, dass ich mir dann eine Viecher zulegen kann. Dann werden wir schauen, dass wir Milchvieh machen. Und dann einfach Müll verkaufen in dem Sinne. Wohin ist mir dann in dem Sinne egal. Hauptsache, ich habe Futter und alles drum und dran. Und trotzdem ein Ocker immer noch für, was ist für ein Getreideort, dass ich schön verkaufen kann, so wie ein Raps oder so. Also etwas, was viel Geld bringt und den Rest einfach schön mit Mais oder Wiesen voll haben. Das ist so mein Plan. Das passt. Ja, ich bin Ocker wahrscheinlich. Ich bin noch am Überlegen. Weil das, bei mir ist halt der Vorteil von meinem Hof, gell? Ich habe direkt die Mühle. Ich habe halt echt direkt die Mühle neben mir. Also das war schon, ja, interessant vielleicht zu kaufen und dann eine Bäckerei zu bauen. Bin noch am Überlegen. Weil das Problem ist, ich wäre wahrscheinlich immer so. Ah! Full zweit, ich muss hinter. Scheiße. Hat keiner gesehen. Ich brauche nämlich für meine Hühner. Ah ja, meine Hühner habe ich natürlich auch noch. Aber das ist nur so viel. Aber ich brauche für die ein bisschen Getreide immer. Dass die werden wahrscheinlich immer so einen Streifen Getreide anbauen. Und den Rest irgendwas, wo ich in weiterer Folge noch die Ölmühle brauche. Also Raps oder so. Raps oder Sonnenblume. Weil muss das lohnt, dann im Hengst halt an Sonnenblumentisch kaufen. Aber auf jeden Fall lohnt dann immer, ja. Er lohnt dann immer ganz aufmachen. Sonnenblumen bei Ibo. Achso, Sonnenblumen. Jetzt wäre ich am Anfang, weil ich keine Sonnenblumen anbauen. Dann Soja und Weizen. Weil ich habe damals eine Maschine, die was das setzen kann. Deswegen. Genau. Soja, Weizen ist auf jeden Fall und ja, ich weiß halt nicht. Hier ist es halt irgendwie, weiß nicht, das bringt mir fast zu wenig. Raps eigentlich auch. Also Raps ist eher interessant. Sonnenblumen, Soja und bei Mais brauche ich eigentlich nicht. Weil ich die Fütterung ohne Mais machen möchte, aber vielleicht später mal, wenn ich noch einen Stall dazu kriege. Weil es aber auf jeden Fall vor, zumindest einen in der Größe noch zu bauen. Auf jeden Fall. Naja, weiß nicht, wenn der vielleicht sogar ein Gräser. Es ist so viel Strohpressen, ist das eigentlich als super Funktion, das ausgibt, Monat zu drucken. Ja, habe ich bei Mars im Auge gemerkt. Auf der privaten Map. Ja. Ah, du wirst eh empfehlen, da brauche ich nichts pressen. Na. Wenn wir ihn. Das Einzige, was du noch machen könntest, ist vielleicht den Drescher und das Schneidwerk abfüllen zum Lohner. Dass ich das dann schnell alles machen kann noch. Jo. Das kannst du dann machen. Mir ist gerade so vorgekommen, als nehmen wir schon 20 Minuten auf der Arbeit, wenn wir 10 Minuten aufnehmen. Na! So, ich bin jetzt mit dem Pressen gleich fertig, so, dann kaufen wir natürlich gleich. Mich da immer so 50.000, ich will aber da war da immer so 50.000 im Plus sein. Genau, ja. Boah, jetzt hat man aber gemerkt, dass du was gekauft hast, der. Ja, kann schon sein. Bin eigentlich verpollen werden. Weil ich brauch sowieso, wenn ich Highballen mache, brauche ich sie sowieso oben. Deswegen ist eh wurscht. Weil ich sau uns beim Pressen und das Ganze ist es. Ja, das Schneidwerk ist auch krank. Alles viel schöner als wie gehabt. Ich wollte mir eigentlich gar. Ich hätte gern noch als Tag da noch den 3000er Ferge dazu gekauft.
Aber? Nö, kein Front zu füllen. Okay. Weil den brauche ich immer noch ein Front-Tech. Wird wahrscheinlich eher der 78-10er. Weil oben im Steil mache ich eh mit links. Und das, was nicht so steil ist, was ich da kaufen möchte, ist nicht so steil. Weil das habe ich im Singleplayer auch gehabt. Einmal. Ja, da tat ich nachher mit dem. Weil entweder werde ich einen 78-10er jetzt kaufen. Oder was ganz Exotisches. Wahrscheinlich. Aber oh, warte, müssen wir schauen, was der. Ja, was ganz Exotisches. Der Tipp war echt süß. Was ganz Exotisches. Was denn? Der Keeper war echt süß. Warum? Bei mir sind erst 41% drin. voller Drescher, aber ja. So, endlich fertiger Press. Dann gehen wir noch die Bollen hanfieren. Ja, kurz vor dem Lobdank wahrscheinlich noch. Ja, wie gesagt, entweder Ranke noch zwischen 78-10er oder einen Exoten. Exoten, dann Retrack. Na, gibt's einen Clan, leider. Nein, noch viel besser. Den 200er Fendt. Ah, ich hab mehr PS. Klaas? Das war ein guter Idee. Den Klaas, was wir auf der Let's Play, auf der Onamap haben. Genau. Mhm. Das war. Hat da keiner gesehen? Nein. Bei mittelgroßer Traktoren ist der auch drin. Steyr? Mittelgroße. Steyr ist auch für mittelgroß drin. Ah. Kompakt. Doch. Echt? Mhm. Lol. Okay, warte mal. Bei mittelgroß. 700er Fendt. Mhm. Ich hab gesagt Exot. Exot. Die Leute haben es ja schon gesehen, weil ich es angeschaut habe, da war. JCP. Nein, ich brauche schon was wissen. Will bergtauglicher ist. Ah, Lindner. Der ist auch bei Kompakt. Achso. Obwohl der Lindner eigentlich gar kein Play, aber der ist mal zu schwach. Johnny auch nicht. Da habe ich keine Ahnung. Formig, mit Kassen. Ah, okay. Der hat 190 PS. Von der Größe her war er da interessant. Ich könnte ihn nachher noch, falls ich brauche, kann ich ihn noch aufmachen. Kostet 170.000. Weil ich bin eigentlich dabei, eher noch entweder beim 6000er Ferguson oder beim 78-10er war ich eigentlich da. Mit Breitreifen natürlich. Ja! Hoppala. Bist du. Hat dich geschmissen? Nein, ich bin aus Versehen beim Nachbar durch den Ocker gefahren. Hoppala. Sorry, Nachbar. Jawohl, ich bin in die falsche Richtung. Ich würde behaupten, dass der Bollenhänger ein bisschen groß ist für den Traktor, aber er ist ein bisschen groß. Keine Ahnung, was der Helfer da gerade probiert hat, aber egal. Hoffentlich nicht das, was meine die ganze Zeit beim Zurückfahren zum Händler gemacht haben, probiert haben. Hoppala. Das war echt die Obergeister-Scheiße. Nein, gibt's ja gibt's sogar einen Mischdreier mit 16,4 Stunden, 16 Kubik, passt eigentlich. Da 15,2 Stunden, 25 Monate alt, ein Kolkstreier sogar. Dann wird das Lohn dann im Hengst kaufen. So, jetzt habe ich einen Traktor gefunden. Ein Series 7 DTV. Also, Deutsch. Ja, 350 PS, 121.000, das geht voll klar eigentlich. Das ist aber echt nicht viel. Oha! Der stapelt 3 über, also der macht einfach nicht nur 2, sondern stapelt auf die 2 noch einen auf. Hilfe. Wild.
So, genau. Dann haben wir das jetzt. Ja. So, den Bollenhänger kann ich eigentlich da Valedo einstellen. Dann werden wir da drüben immer stellen, muss ich nur umparken. Oh, da. Zack, da ist wieder da. Da was wegführen war. Perfekt. Und ich würde sagen, war genug für die Folge. Das Strahlgerät da drüben. Ja, genau. Warte mal. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wir haben ein Stroh gepresst, Bäume weggeführt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut beim Lukas vorbei. Da gibt es die nächste Folge noch. Und ja, auf Twitch auch vorbeischauen, außer Gaming TV, außer unterstrich Gaming TV, weil da gibt es sicher immer wieder Pims von der Map. Deswegen natürlich immer Lüten vorbeischauen, schauen, was so abgeht. Ja. Genau, bei LPlay TV könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja, war so. Muss. Na, Spaß. Danke. Ja, genau sowas. Genau so ist es. Ja, was? Was hat mir Hörer gemacht? Ja, genau. Schaut beim nächsten Mal beim Lukas vorbei. Und wir sehen uns. Servus. Ciao.